Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Oh, okay, ich bin schon ins Spiel reingeschmissen worden. Okay, ich sag mal jetzt so. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Das Spiel dürfte euch allen eigentlich nicht so bekannt sein. Das heißt Receiver. Vielleicht kennt ihr es auch. Oder Receiver. Kann da wie es Receiver, Receiver, eins von beiden. So, und es geht einfach darum, ich versuch's mal kurz zu erklären. Es ist, ich nenne es mal, wie soll ich es erklären? Wir kommen in eine relativ zufallsgenerierte Welt. Also die ist ja, wo dann Drohnen reingemischt sind. Und gegen die müssen wir kämpfen und wir müssen Tapes finden. Das ist die Aufgabe. Und wir haben eine Waffe. So. Wir haben jetzt immer einen Unterschied. Es gibt drei Waffen. Es gibt hier den Revolver. Es gibt die, den Colt 1911. Und es gibt die Glock. Das sind alles andere. Alles andere beiden sind halbautomatische Waffen. Das hier ist ein Revolver. Und das Besondere in diesem Spiel ist halt, dass es einfach kein normales Shooter-Spiel ist. Und zwar, wir haben begrenzte Anzahl von Munition. Und zwar diesmal nicht in Magazin, sondern in Patronengröße. Und wir müssen unsere Waffen komplett selber nachladen. Ich versuche mal kurz zu erklären. Und zwar habe ich den Revolver. Auf E kann ich das Magazin öffnen. Und wir sehen hier, ah, da sind nur vier Kugeln drin. Das heißt, ich müsste jetzt auf Z drücken. Pack zwei neue Kugeln rein. Drück jetzt auf R, schließt die Trommel. Ich könnte die mal kurz mal aufmachen. Könnt ihr die Trommel mit dem Mausrad so drehen. Aber ich schließe mal die Trommel wieder. Und wir müssen auch, ich kann es mal kurz machen. Ein Blick. Ja, alles sicher. Wenn wir jetzt hier stehen, kann ich öffnen und auf V drücken und die Patronen rausschmeißen. Ich muss das auch öfters machen, weil das nicht immer instant geht. Und kann die auf G wieder einsammeln. Dann wieder halt wieder reinstecken. Kann auch ein bisschen drehen, so, pop. Zumachen und los geht's. Damit ihr kurz habt, worum es geht. Ich bin nicht sonderlich gut in diesem Spiel. Ich werde wahrscheinlich sogar relativ oft ragen. Das heißt. Bitte erwartet hier keine super Skills. Okay? Ach du Heilige. Aber bitte raus. Dankeschön. Und nachladen. Und zumachen bitte. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob man auf der Taste sprinten kann. Ich habe keine Ahnung. Also die Steuerung komplett habe ich noch nicht so im Kopf. Ups. Ach, auf Q kann ich die Waffe sogar zentrieren. Ah, das ist ja nice. Also das finde ich cool. Das wusste ich nicht. Ihr habt das im Vorteil gerade, dass ihr nur den Revolver seht. Der Revolver ist die einfachste Waffe zum Nachladen, ähnliches. Habe ich im Flashlight gefunden, wunderschön. Der Revolver ist am einfachsten nachzuladen, weil der keine Sicherung hat und keine Magazine. Ich werde wahrscheinlich eh früh genug sterben, dass ihr noch andere Waffen sehen könnt. Aber den Revolver mag ich auch eigentlich am wenigsten. Obwohl er leicht nachzuladen ist, er hat nur 6 Schuss und das macht ihn jetzt ziemlich relativ schlecht, finde ich. Einfach nur aus dem Grund, dass man halt auch instant stirbt in diesem Spiel. Durch diese komischen fliegenden Drohnen da. Und das ist halt nicht so doll. Weil man dann halt relativ schnell, weil man relativ schnell nachladen muss. Und ich will wissen, wie erst man sprintet. Ich habe keine Ahnung. Ob man überhaupt. Man kann sprinten, aber. Ups. Und hier sehen wir auch da vorne ist eine. Ups. Eine Standdrohne. Die darf. In die halt in unseren Dings kommt. Ja, und ich bin gestorben. Ihr habt gesehen, ich habe einen Schuss abbekommen. Pam! Instant tot. Jetzt werden wir einfach wieder neu in die Welt geschmissen. Komplett random. Aber diesmal sogar am Anfang eine Taschenlampe. Und wir haben wieder den Revolver. Gucken wir mal. Aha, wir haben diesmal sogar relativ viele Munition. Aber finde ich, das ist ja nice. Also, es ist ja relativ nice. So. Die Taschenlampe nervt mich gerade ein bisschen. So. Zack. Rein. Oh, die Taschenlampe wieder. Obwohl, die brauchen wir eigentlich gerade nicht. Packen wir die mal weg. Und dann wollen wir mal gucken. Es ist halt, was die Waffen angeht, man kann halt jedes einzelne Teil der Waffe, was ihr hier in diesen halbautomatischen seht, auch einzeln hier modifizieren und steuern. Das ist halt das Besondere in diesem Spiel, was es auch so interessant macht und gleichzeitig so schwer macht. Am liebsten würde ich jetzt in einem Call of Duty würde es einfach auf R drücken, nachladen. Und ich müsste jetzt hier alle Patronen einzeln raussammeln. Ist es tot? Ist es tot? Ist er tot? Ist es nicht tot? Ist hundertprozentig nicht tot. Bitte einmal aufsammeln. Gibt's nicht, gut. Alles klar, nachgeladen. Ich hab keine Ahnung. Oh! Oh, wir sind schon wieder tot. Verdammt! Ja, und so schnell stirbt man in diesem Spiel halt. Wie wir sehen, in einer Sekunde unachtsam kriegst du einen Schuss ab und zack, bist du tot. Und wir haben wieder den Revolver. Was ist eigentlich los gerade? Ich krieg den Revolver eigentlich sonst fast nie.
Und jetzt kriege ich ihn nur. Jetzt, wo ich mal was anderes zeigen will. Ja, natürlich Vorführeffekt. Nein, du willst uns nicht töten. Du willst uns nicht töten. Na! Ja. So stirbt man einfach instant die ganze Zeit. Ah, jetzt haben wir mal eine halbautomatische Waffe. Und jetzt werde ich mal gucken. Ich mache es am besten sogar hier. Hier ist am sichersten gerade. Die Waffe ist gerade gesichert. Das sehen wir daran, dass sie so schräg hält. Aber ich hole mal das Magazin raus und wir sehen, ah, das Magazin ist sogar relativ voll. Gut, packen wir es hier wieder rein. Das Magazin ist auch relativ voll, das ist schön. Und jetzt wollen wir mal gucken alles. Das heißt, wir ziehen mal nach, gucken mal, okay, alles gut. Schmeißen das Magazin nicht weg, sondern nehmen es wieder hoch. Stecken es auf Z rein. Auf V entsichern wir die Waffe. Auf R ziehen wir den Schaft zurück und jetzt können wir schießen. Wunderschön. Aha, wir haben... Ah, hier haben wir ein Tape gefunden. Können wir zuhören. A receiver is said to be awake when he is able to get a completely clear signal, free of any subconscious corruption. In this state, he will be able to see realities in their true form and transcend normal human limitations. Although some of the receivers we choose to speak through are advanced in their ability, no human has yet achieved this awakened state. Humans exist in two worlds. In reality B, they live and work in their shadow bodies. In reality A, they are asleep, their minds unconcerned and roaming free. But humans have the unrealized potential to exist fully in both realities. It is this reason why humans are threatened. If even one of them achieved an awakened state, they would see beyond the horizon of all known understanding. So, während ich immer eben mal reden hören, der redet halt mal so ein bisschen über die Background Story und wir haben direkt noch ein Tape gefunden. Wow, heute läuft's ja. Ein bisschen über die Background Story und ähnliches, aber ich habe mich gerade mal hier gegen so einen Gegner gekämpft und geguckt. Boah, geskillt getroffen. Episch. Gut, nehmen wir das auch mal direkt mit. Könnt ihr mal weiterhören? You use technology to control physical things. Similarly, there is mind tech, which is used to control the boundless luminescence. Mind tech can be used for good or evil. Threat has been using its mind tech as a weapon against you, and so far has caused widespread sickness and mental weakness. Now that you are in a helpless state, they ready a crippling blow, mind kill. But they are aware that will not work on you. They have another potent weapon they will bring to bear against receivers, called the Dreaming. They cannot exist fully in this reality, but they have been watching you and experimenting and have developed this new mind tech. The Dreaming is a bridge from our world to yours, and they will use this bridge to send specially conceived of weapons designed to work in your environment. These automatic weapons are designed to kill the few who survive. Wir haben das Problem, wir haben da gerade ein halbautomatisches Geschütz stehen und ich krieg das natürlich nicht so richtig anvisiert von hier. Jetzt habe ich es mal gekriegt. Ups, wir dürfen hier nicht runterfallen, wir sterben durch den Fallschaden. Also kommen wir hier auch nicht runter. Das heißt, wir müssen woanders langlaufen. Aber das Problem ist, wir haben gerade... Wir können auch hier nicht langlaufen. Das ist ein billiger Tod. Naja! Ich habe keine Ahnung, wie man sprintet. Ich weiß es nicht. Und ich will jetzt auch nicht in den Optionen nachgucken. Oh, wir haben die Glocke gekriegt. Wunderschön. Wir sehen gerade hier, die Waffe ist nicht nachgeladen. Wir gucken mal nach. Aber das Magazin ist fast voll. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz... Ich werde mal kurz zeigen, wo die Waffe komplett nachlädt. Das heißt, wir entladen das Magazin mal, stecken die Waffe weg und machen mal das Magazin leer. Nur als Demonstration. Okay, wir haben ein leeres Magazin. Wir drücken jetzt ganz auf die Z-Taste. Und für jedes Mal Z drücken, legt er eine Patrone rein. So, wir haben das Magazin voll. Wir drücken auf Ö, zielen die Waffe. Ziehen die Waffe. Drücken auf Z, stecken das Magazin herein. Dann, wenn wir auf R gedrückt halten, um den Schaft zurückzuziehen, und zack, haben wir die Waffe geladen. Ich weiß nicht, ob sie gerade gesichert ist. Die war nämlich, ja, sie war nämlich... Ist das der Feuermodus? Ich glaube, das ist der Feuermodus. Ja, ist er. Wunderschön. Aber jetzt werde ich natürlich kurz wieder die Waffe nachladen. Ich wollte nur gucken, wofür das... Ich dachte, die könnte man nicht auch sichern. Aber anscheinend geht das nicht. Naja, ist auch egal. Gut. Weil wir nicht leer geschossen haben, haben wir noch eine Kugel im Lauf. Das heißt, wir müssen nicht den Schaft zurückziehen. Wegen Rückstoßlader.
Wer ein bisschen Ahnung von Waffen hat, weiß, wovon ich gerade rede. Man muss nicht viel Ahnung haben, nur so ein bisschen. Also so Call of Duty wissen. Naja, das reicht ja auch. Nee, muss man auch nicht so wissen. Oh. Und dann achtet man ein paar Sekunden nicht und schon ist er wieder tot. Mäh. Naja. Gucken wir. Und wir haben. Ah, die wieder eine. Ist das wieder eine Glock? Okay. So, alles klar. Oh, wir haben wieder Patronen gefunden. Wir können übrigens jetzt mal ein paar Magazine hier nachladen, wenn wir schon mal dabei sind. Machen wir das mal eben. Das ist auch schon voll. Wunderbar. So. Am besten ist, wir entladen das mal und setzen das Magazin auf 1 und laden mal ein volles rein. So. So ist schön. Was nervig ist, ist, wenn man vergisst, die Waffe zu entsichern oder einen Schaft zurückzuziehen und der nicht einfach nicht schießt. Man steht dann vor einem Gegner, schießt und passiert einfach nichts und man stirbt einfach instant. Das ist natürlich immer so ein bisschen suboptimal. Aber das passiert auch gelegentlich. Stirb! Ich liebe das Geräusch, wenn die sterben. Aber ich hasse das Geräusch, wenn ich sterbe. Deswegen werde ich mal gucken. Auf irgendeiner Taste muss man doch sprinten können. Ist doch nicht euer Ernst, oder? Entschuldigung, wenn ich kurz nachgucken muss, kann ich hier überhaupt nachgucken kann? Nein, ich kann hier nämlich nicht nachgucken. Wer hätte es gedacht? Und ich komme auch nicht anders raus, oder? Ich muss da lang. Ja, ich muss da lang. Das heißt, ich wüsste jetzt gern, wie ich sprinte. Ich weiß es aber nicht. Aber ich glaube, ich kann da sogar hier. Kann ich hier lang raus, bitte? Bitte lass mich hier raus. Ich will raus. Ja. Ah! Was ist denn das? Nein, nein, ich bin gar nicht da. Geh weg. Geh weg, Drohne. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Stirb! Nein, was? Ich hab die eindeutig mehrfach getroffen. Was? Was ist das für ein Kackspiel? Was ist das? Ach, der Colt, meine Lieblingswaffe. Wunderschön. Haben wir noch ein paar Patronen zum Nachladen? Wunderschön. Wunderbar. Ah, das freut mich. So. Ja, entsichert ist er auch. Hier ist gesichert. Hier ist entsichert. Wunderschön. Der Colt ist wirklich meine Lieblingswaffe im gesamten Spiel, muss ich sagen. Er ist am einfachsten nach. Also, ich finde relativ einfach nachzuladen. Und ich werde einfach über das Tape drüber labern. A receiver is said to be ich glaube, der hat das eh schon gelabert. Deswegen laber ich einfach mal drüber. Und es ist einfach am einfachsten nachzuladen. 7 Schuss sind ganz angenehm. Und ich finde auch, der Schaden, den er macht, ist relativ okay. Deswegen würde ich mal sagen, ganz nette Waffe. Ich war nicht da. Ich war nicht da, du Drecksvieh. Ja, genau. Drecksspiel. Ich hasse dich. Man trifft auch nicht, das ist ja auch das Schöne an dem Spiel. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Ah, wieder eine Glock. Wie viel Schuss habe ich drin? Passt schon. Okay. Ist auf. Ne, ist vollautomatisch, aber auf halbautomatisch, das ist angenehmer. Gucken wir es mal um. Ihr seht schon, ich überlebe meistens nicht lange. Naja, müssen wir gucken, was wir so machen. Aber ihr seht halt, was ich in diesem Spiel so feiere, und zwar dieses Nachladen. Ich guck mal noch, dass ich hier vielleicht noch so ein bisschen spiele. Wenn ihr Glück habt, rage ich noch ein bisschen aus Versehen. Weil es mich aufregt. Wenn es euch gefällt, dann kann ich es halt öfters noch spielen. Also ein paar andere Folgen noch machen. Das gehört jetzt eher so zum letzten Test. A receiver is said to be Und der labert wieder schon denselben Kram. Der labert immer wieder denselben Kram. Naja, ist auch egal. Free of any subconscious corruption. Was haben wir hier? Eine Patrone, eine einzelne Patrone. Wow! Großzügig Spiel, großzügig. And transcend normal human limitations. Although some of the receivers we choose to Manchmal natürlich so Glück und man trifft die Teile, aber sie denken sich so kaputt gehen? Puh! Kein Bock. In reality B, they live and work naja, in shadow was will man machen halt? In reality A, they are asleep, their minds so. Unconcerned and roaming free. Wenn ihr euch gerade auffällt, ich kann schon relativ schnell nachladen. Also, wenn man ganz neu anfängt, dann dauert das Ewigkeit und man denkt sich so, oh, überfordert, überfordert. Aber jetzt geht es eigentlich, wenn man das mal so öfters gemacht hat. Dann hat man dann langsam so den Griff raus. Ja, ich habe meine gesamte Munition verballert, um 2 Drohnen zu zerstören, was eigentlich unnötig war. Da seht ihr, wie man dieses Spiel nicht spielen sollte.
Jo. Los, töte mich! Das tötet mich halt nicht, ich mache halt Selbstmord. Angenehmer. Ich mache jetzt noch mal ein paar Minuten. Einfach nur eine Runde noch. Eine Runde mache ich noch. Mit der. Ah, ich liebe es, ich liebe es. Die Cold ist die geilste Waffe ever. So. Nein. Bitte die Taschenlampe. Die will ich nämlich nicht haben gerade. Die stört mich gerade nur. Naja. Das Spiel momentan auch sehr gut. Wenn ihr jetzt guckt, ich glaube, es ist sogar noch im Angebot bei Steam für 1,69 €. Das heißt, ihr müsst es vielleicht sogar noch kriegen. Ich habe es gestern noch gekriegt für 1,69 €. Oder bei euch ist es vorgestern. Naja. Und ich finde es eigentlich ganz nice. Es macht eigentlich ziemlich Spaß, auch dafür, wenn man so oft verreckt. Wie ich. Es macht halt Spaß, diese Waffe nachzuladen. Ich weiß auch nicht warum. Wenn ihr Spaß am Waffen nachladen habt, so wie ich, dann macht das Spaß. Also ich habe da immer relativ viel Spaß bei. Und natürlich vergewaltige ich mich die Drohne im Nachhinein noch. Natürlich! Warum denn nicht? Auf die Glocke habe ich keinen Bock. Aber ich will euch was zeigen. Und zwar, bevor ich jetzt hier komplett ausgehe, werde ich jetzt einmal kurz... Geh weg mit dem Magazin. Ist das voll? Das ist auch nicht. Verdammt. Machen wir das mal hier voll. So, das machen wir mal leer. Und zwar will ich euch kurz zeigen, was das Interessante an der Glocke ist. Und zwar... werde ich mal kurz nachladen. Überblick. Z. So. War das jetzt richtig? Jetzt habe ich den Patronen rausgeschmissen, aber ist doch egal. Und zwar kann mit der Glocke, wenn ihr vollautomatisch ist, dieses Magazin in einer Sekunde leer schießen. Ich werde es mal kurz demonstrieren, und zwar... leer. Und so schießt man einfach das Magazin leer. Instant. Und naja, das wollte ich einfach mal kurz gezeigt haben noch. Bevor ich jetzt hier... Ups. Da ist ja noch ein Magazin drin, das habe ich jetzt vergessen. Damit ihr es auch mal gesehen habt. Also okay, ich will es einfach noch einmal probieren. Ich will es noch einmal probieren. Ich habe einfach... Ich hatte Ehrgeiz gepackt. Naja. Jetzt gerade kommen natürlich keine Drohnen, die mich töten wollen, so wie die ganze Zeit... Ah, da oben ist einer. How can one tape listened to once possibly have an impact on the face of a lifetime of accumulated... Ich habe keine Munition mehr übrigens. It can only have the smallest effect, but even that small effect can be... Ich habe einfach mal gerade das Magazin rausgenommen. Und ich werde auch wieder vergewaltigt. Naja, ich wollte es einfach mal gezeigt haben, wie das Spiel so ist. Ich finde eigentlich, es ist ein relativ cooles Spiel. Es macht eigentlich relativ viel Spaß. Und ich glaube, ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ah, oh, man kann so richtig russisches Roulette spielen, geil. Naja, also wenn ihr Spaß habt, wenn ihr es interessant findet und ihr habt Spaß daran, dann guckt es euch auf jeden Fall mal an. Also, wenn ihr wollt, ich mache noch andere Folgen davon. Es macht relativ Spaß. Und nächstes Mal werde ich nicht zu viel quatschen, sondern mehr versuchen, mich zu konzentrieren und das Spiel zu schaffen. Naja, also ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video gehabt. Wir sehen uns nächstes Mal und bis dahin, ciao.